Ich bin mir sehr sicher, dass es ein super geiles Event wird und wir können hoffen, dass es alle Zuschauer und Teilnehmer auch so sehen. GMAC ist mit einer Gamescom oder Games Convention im traditionellen Sinne, glaube ich, nicht zu vergleichen. Wir setzen den Fokus sehr viel vermehrt auf den E-Sport-Sektor, also das professionelle Spielen zwischen Profis, haben auch eine Dream Expo und eine LAN, was auch nochmal ein signifikanter Unterscheidungspunkt ist zu einer Games Convention oder Gamescom und sind natürlich auch von der Größe noch nicht vergleichbar. Also wir sprechen wirklich eine andere Zielgruppe an, verfolgen ein anderes Konzept. Es dreht sich zwar auch um Gaming, aber da hört es auch auf. Erstmal haben wir DreamHack traditionell natürlich den LAN-Bereich, wo wir im ersten Jahr knapp über 1000 Leute begrüßen dürfen. Die Tickets wurden auch schon verkauft, die quasi autark kleinere Turniere unter sich spielen, auch im Bereich, der ab 18 erst freigegeben ist. Dann gibt es einen relativ großen Part, der sich, wie gesagt, mit E-Sports beschäftigt, das professionelle Spielen zwischen Computerprofis. Da werden die bekanntesten Titel in dem Segment eben ausgespielt, auch um relativ hohe Preisgelder auf großen Eventbühnen, wie man das halt mittlerweile auch kennt. Und dann gibt es die Dream Expo, wo sich Aussteller aus diversen Bereichen, sei es jetzt Tech, Merchandise oder eben traditionelle Spiele, präsentieren können. Das bereitgestellte LAN ist für knapp über 1000 LAN-Teilnehmer ausgelegt. Wir könnten deutlich mehr Leute in die LAN lassen, aber wir wollten es im ersten Jahr noch mal etwas kleiner angehen lassen, da man nie genau weiß, wie ein neues Turnier angenommen wird, beziehungsweise eine LAN in Deutschland. Wir wissen jetzt, dass 1000 Leute definitiv sehr, sehr begeistert waren. Die Tickets waren sehr schnell ausverkauft, deswegen könnten wir im zweiten Jahr auch noch deutlich über diese 1000 hinaus wachsen. Die Teilnahmebedingungen für die LAN sind relativ simpel. Jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, darf teilnehmen, sofern es noch Tickets gibt. Prinzipiell gilt natürlich das BYOC-Konzept, also jeder muss seinen eigenen Rechner mitbringen, klassisch wie das bei einer LAN üblich ist. Es gibt allerdings 100 von XMG ausgestattete Deluxe-Seats, die sich die Leute ganz normal buchen könnten. Und da sind alle Peripherals schon vor Ort, der Rechner, der Monitor, die Maus und auch ein State-of-the-Art Racing Chair. Für die DreamHack in Leipzig selbst wird sicherlich das Counter-Strike Global Offensive Turnier das Wichtigste sein. Aktuell der Titel, der auch das meiste Wachstum aufweist, neben den klassischen MOBA-Titeln wie Dota oder League of Legends. Wir haben ein sehr, sehr großes Counter-Strike-Turnier in Leipzig auf der Messe im Januar und das sollte für uns auch definitiv den wichtigsten Part der E-Sport-Veranstaltung darstellen und da erwarten wir auch den meisten Zulauf. Wie bei den größeren E-Sports-Turnieren üblich, wird es für jedes unserer professionell ausgetragenen Turniere einen Twitch-Stream geben oder eine Übertragung auf einer alternativen Plattform, die dann jeder Zuschauer zu Hause frei über das Internet sich anschauen kann.